Yo Leute, es geht weiter. Wow, what the fuck, immer noch mit verkackter Stimme, aber dafür in der nächsten Etage von unserer Challenge. Ja, jetzt dürft ihr applaudieren, Leute, ich weiß, einmal applaudieren, bitte. Ganz viel Applaus möchte der TT jetzt haben oder auch nicht, weil er so schlecht ist. Ich bin gespannt, ob wir es schaffen, aber ich hoffe sehr, ich wünsche es mir doch so, wir müssen es doch schaffen, es wäre doch wirklich traurig, wenn wir diese Challenge jetzt nicht schaffen. Ich meine, es ist immerhin die zweite Challenge und wir wollen alle Challenges schaffen. Wie soll ich denn dann die anderen schaffen, wenn ich noch nicht mal in der Lage bin, eine zweite zu schaffen, Leute? Warum? Wie soll das funktionieren? Na, alles Fragen, die wir uns stellen, Tag für Tag, auch keine Antwort finden. Ob wir diesmal eine Antwort finden werden? Seid gespannt bei Galileo Mystery. So, Galileo Amin Abdallah oder wie der Typ heißt, war gestern. Wir spielen jetzt Amin Abd Isaac. Und gucken wir uns mal an, was hier alles abgeht. Und zwar momentan scheint hier wirklich eine Menge abzugehen, so wie ich das sehe. Ach Gott, aber er ist halt ein bisschen lame schon irgendwo. Und wir haben wieder einen Itemraum. Also ich bin mir, wie gesagt... Oh, Spider. Ich bin mir nicht sicher, ob wir wirklich jetzt... Ein kleiner Helfer, Little Chubby. Ob wir wirklich jetzt hier irgendwie das Richtige getroffen haben. Beim Replay drücken. Aber was sollen wir sonst treffen, ne? Ich meine, Replay von der Challenge ist eben Replay. Obwohl mich das schon wundert, weil, ja. Weil die Räume eben auch so lang sind und die Challenge eben nur vier Dinger lang war. Aber kann auch sein, weil es die erste Challenge war. Ich weiß es nicht, Leute. Boah. Das ist jetzt gerade echt eine schwierige Situation, das irgendwie zu entscheiden, was es ist. Ich zock's jetzt auf jeden Fall durch irgendwie hier, das Dingen, und dann hat sich die Sache. Und wenn wir normal nur getried haben, dann... Obwohl, nee, Moment, ich hatte keinen Würfel als Base-Item. Also, das muss die Challenge sein, stimmt, ganz klar. Muss die Challenge sein. Sonst hätte ich mit Isaac Würfel gehabt. Den hat er nämlich immer am Anfang. So. Hopp, einmal rein und hopp, einmal weiter und hopp. Ach du Scheiße, bitte nicht. Nein, da haben wir schon den ersten Schwarzen dabei. Bitte nicht mehr. Sauber. Die Schwarzen sind wie gesagt OP-Dinger, die hasse ich. So, komm schon. Und hier, zieh. So, zack. Da links braucht man nicht reingehen, das ist ja hier wieder unser komisch berühmtes Scheißdingen. Irgendwie, Keller hatten wir eben, ne? Weil ich wollte gerade sagen, ich habe das Gefühl, wir haben jetzt Caves 2. Irgendwie sind wir nicht so im Richtigen hier. Also das, sag ich mal, und die neuen Gebiete werden uns heute hier in diesem Run verwehrt wohl. Oh, schade, das wäre ärgerlich. Vielleicht finden wir gleich aber auch wieder die Nekropolis und dann sind wir wieder alle auf einmal ganz großartige Spieler. Ich weiß es nicht. Ich werf mal eine Bombe in den Raum. Vielleicht bringt's ja was. So, komm, geht kaputt jetzt hier. Ich habe keinen Bock mehr auf dich. Stirb! Und du bitte auch. Tu es für Gott. Und was haben wir da drin? Wunderbare Sachen. Wir können in den Shop gehen und können uns hoffentlich etwas sehr Sinnvolles und Nutzvolles und gut... Nein, boah, bin ich dumm. Ich gucke in den Chat und laufe über die Dinger. Leute, die Herzen nehmen ab. Das ist keine gute Entwicklung, die sich hier volltut. Vollzieht, volltut. Mein Gott, mein Gedächtnis nimmt mit der Stimme wohl ab, so wie es ausschaut. Aber hey, komm, ist egal. Der heilige Gral. HP ab, stimmt, sauber. Ah, jetzt habe ich wieder meinen geilen Heiligenschein und Flügel. Was? Ich fliege auch noch dazu? Ja, WTF? So, mein lieber Salvatore, kennst du das Spiel mit den Herzen? Ich hätte da gerne welche von, obwohl so ein Schlüssel, ja, ist auch in Ordnung, aber Herzen auch. Komm schon. Für mich wird doch wohl ein Herz dabei sein, obwohl, warte mal, warum springe ich die nicht eigentlich einfach alle weg? Wäre eigentlich viel logischer irgendwo, ne? Beta, das gibt wenigstens Herzen hier und Schlüssel und Geld und... Ja, das war viel sinnvoller, fand ich. Jetzt können wir da den anderen Blutspendeautomaten noch eben wegbomben. Und dann haben wir doch die Sache. Morgen ist Schule. Was? Morgen ist Schule? Rut for day. Warum ist morgen Schule? Morgen ist keine Schule. Bei mir zumindest nicht. Ho, 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 ho. Und da haben wir ein Rüstungsherz erhalten. Sehr schön. So, auf geht's, Leute.
Gürdi, oh mein Gott. Bitte, lieber Gott, wenn es dich doch geben mag, und gerade in Isaac ist das sehr wahrscheinlich, dass es dich nicht gibt, dann erhöre meine Gebete. Oh, oh, ich ziehe dem aber viel ab. Das liegt aber auch an meinem Little Chub und an meinem Super Meat Boy hier, die ja wirklich grandiose Mithilfsarbeit leisten. Und mir nun ermöglichen, den den Gürdi hier so gut wie ohne einen Treffer, beziehungsweise ohne einen Treffer zu kassieren, zu besiegen. Das ermöglichen sie mir. Und Range plus Tiers up. Was haben wir hier oben? Das ist diese... Ah, es gibt nicht nur den Satan, sondern es gibt auch das. Und was, die bietet mir das einfach so an? Ja, eins nehme ich mit, aber ansonsten mein Damage. Weil jetzt müsste ich die nächste Etage ja einen draufkriegen, oder? Oder nicht? Oder doch? Oder nicht? Oder doch? NRW hat die... Also... Oder? Also bei mir haben die auch frei. Nein, schnell weg. Wow. Okay, da haben wir ein Herz dazugekriegt. Das ist doch wunderbar OP. So, hey, hör mal zu. So geht das aber nicht hier, Freundchen. So aber nicht. Oh mein Gott, 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 oh mein Gott. Oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott. Was ist das? Fischkopf? Warum kann ich den nicht nehmen? Kann man den wegspringen? Ich kann den nicht nehmen, wie dumm ist das denn? Warum kann ich den denn nicht nehmen? Das wundert mich aber echt. So, hör mal zu. So, oh, da war ein bisschen Glück mit bei. So, hopp, einmal Hopfen und Malz, Gott erhalt's. Einfach mal durch und wir eine Menge Geld. Das erinnert mich so ein bisschen an die Mario Classics irgendwie. Dieses Geräusch, wisst ihr, was ich meine? Dieses Coin-Münzen-Dingen, was immer kommt. So, jetzt stirb, fahr zur Hölle, habe ich gesagt. So, und jetzt lass mich in den Shop. Nein, das ist wieder so ein Buchdingen. Brauche ich aber nicht. Hätte ich ja auch mal vorher auf die Karte looken können eigentlich, aber okay. Brauche ich nicht so ein Shop-Ding. Aber was das Fischdingen da soll, weiß ich immer noch nicht. Das kommt mir ein bisschen spanisch vor, wenn ich ehrlich bin. Oh mein Gott, wie ich sie hasse. Ach Gott, und noch sowas. Guck mal hier, für dich. Sauber. Und für dich. Und für mich. Und für dich. Und jetzt haben wir nur noch einen und den können wir auch manuell destroyen, sag ich mal. So, damit wär's um ihn geschehen. Jetzt gehe ich mal kurz hier rein und nehme mir das mal mit. Oh, das ist ja mal nett. Ja, aber hör mal, das habe ich ja noch nie gehabt. Auch wenn wir eins wieder da lassen. Summa summarum und jetzt hier wieder failen. Ist das ja keine schlechte Sache. So, komm. So, hopp. Sehr schön. Oh, oh mein Gott. Und brauchen wir noch irgendwas? Itemraum haben wir noch nicht, ne? Ja, und den gibt es ja wahrscheinlich auch hier. Also gucken wir, dass wir den Itemraum mal mitnehmen. Wäre schon eine feine Sache, finde ich, so ein Itemraum. Oder was meint ihr, Leute? Bah, so viele von denen, Alter. Die regen mich voll auf. Die fucken mich richtig ab, Mann. Diese Gegner fucken mich ab. Ich hasse diese Gegner über alles. Also geht doch weg und hört auf, mich zu fucken. Abfuck, ja, hau. So, tot. Bisschen Geld einsammeln. So, wie man das macht als guter Geschäftsmann. Ach du Scheiße. So, komm. Da unten wartet noch ein wunderbarer Nickel auf mich. Den nehme ich mit. Und die Empress. Die Empress bringt mich zum Boss, glaube ich. So, jetzt wollen wir nicht hier Wahrsagerei betreiben, sondern ganz schnell die Pille mitnehmen. Health down. Das ist übel. Das ist wirklich übel. Verdammtes Drecksspiel. Wie kann man mir nur eine Health down Pille geben? Wie könnt ihr nur? Warum nur? Ich habe diese Health down Pille unter keinen Umständen verdient. Ach du Scheiße. Oh mein Gott. So, stirb, ihr anderen Bösewichte. Ich bin der mega coole Star von Dragon Ball GTX5, was erst noch rauskommt, was es eigentlich gar nicht gibt, aber was Edmund McMillan mit seinem Team hier erfunden hat. Ich liebe diesen Namen, Edmund McMillan. Hat irgendwie was, finde ich. Bad Gas brauche ich nicht wirklich. Habe ich genug von.
Was will ich denn mit Bad Gas, Leute? Und hier gibt's einen Shop. Und in dem Shop gibt's diesen wunderbaren kleinen Fucker, der mich persönlich überhaupt nicht nervt, weil er ist mein Lieblingsgegner. So, stirbt jetzt einfach. Lässt ein Steam Sale da, ist ganz nett von ihm, wird uns in der nächsten Etage aber auch nicht wirklich was bringen, weil wir einfach ja schon gut genug ausgerüstet sind. Das heißt, ich nehme das. Eine Gabel? Die kann ich auch nicht aufnehmen. Warum nicht? Kann das sein, dass ich einige Items gerade nicht aufnehmen kann, weil ich fliege? So, schnell nochmal was getrunken und mein Hals kackt wirklich immer mehr ab. Beziehungsweise meine Stimme, Leute. Deswegen, lasst uns beeilen. Lasst uns schnell diese Challenge hier hinter uns bringen. Heute habe ich meine gute Stimme doch wirklich sehr beansprucht. Das wollen wir ja nicht. Deswegen, auf geht's, auf geht's. Oh, 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 auf geht's, auf geht's. Oh, 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 auf geht's, auf geht's. Ba, ba, da, ba, 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 ba. Ba, ba, da, ba, da, ba, ba. Und jetzt bin ich die Hure von Babylon und kann alles abziehen, wie ich es will. So, wie gesagt, wir machen das jetzt mal eben hier schnell. Im Schnelldurchgang mit dem lieben Monstro Fronstro Capastronsto. Oh, komm schon, komm schon. Little Chubby? Nein, und genau dann, wo er hochspringt, kommt mein Little Chubby und greift an. Also Monstro 2 ist schon so ein bisschen ätzend, wie ich finde, weil er einfach unglaublich lange lebt. So, ey, Playmobil! Prager, was? WTF? Was hat mir das jetzt gebracht? Oh, sometimes there are my sisters. Nee, nehme ich nicht mit. Tut mir leid, Satan, aber ich habe eine Challenge zu erfüllen. Ich habe eine Aufgabe mit mir herumzutragen. Schwangere Junge, was für schwangere Junge. So, ach du Scheiße. Ja, es war klar, dass ich irgendwo getroffen werde. Aber wir werden uns jetzt aber auch darum kümmern, dass wir ein bisschen schneller durchkommen, beziehungsweise, dass wir wirklich jetzt nur noch hier die Sachen, die wichtig sind, mitnehmen. Bitte einen Schlüssel, mein Lieber. Schade. Wärst du gewollt, mir einen Schlüssel zu überlassen? Ja. Hätte ich gerne. Nein, hätte ich nicht gerne. Einen Schlüssel wollte ich. So, komm, wir spenden mal. Nach langen Tagen mal wieder versuchen wir mal wieder so ein Ding da rauszuholen, weil ich glaube, wir könnten das gebrauchen. Special Tears. Ja, bin ich nicht so der Fan von sonst, aber jetzt nehmen wir so mal mit. So, ich frage mich nur, seit wann Special Tears in so einem Automaten droppen. Aber das ist ja alles mit dem DLC. Hey, hast du nicht so ein Ding für mich, Alter? Gib mir mal einen Schlüssel. Ja, gib ihn her. Ja, ein Mann, seine Mission, klatscht ihm oder? Und ich klatsche jetzt den, weil ich keinen Bock mehr auf den habe. Geh weg. Sauber. So, komm schon. Einmal mitnehmen, bitte, mein Freund. Und jetzt gehen wir direkt zum Shop, um uns eventuell ein OP-Item zu kaufen, mit dem wir dann durchrennen können. Ah, Kompass. Ganz klares OP-Item. Auf jeden Fall. Sehr hilfreich. Vor allem scheint das irgendwie in der Challenge nicht... Ach, die kriege ich eh nicht aus mit meinem Special Tears drauf geschissen. Ah, doch, jetzt funktioniert's. Das ist doch wunderbar. Da oben versteckt sich der Boss. Hier der Special Sour Trick Raum. So nenne ich den jetzt einfach mal. Hier mein Item Raum. Den werden wir jetzt mitnehmen, den Item Raum. Und dann werden wir aber auch direkt wunderbar schön zu... Ja, den werden wir mitnehmen. Warum habe ich den Fucker nur getötet? Jetzt wäre er mir nochmal nützlich geworden. Komm schon, gib mir Key. Oh, are you kidding me? Ich hätte gerne einen Key. Ich möchte in den Itemraum. Ja, sauber. Da ist mein Key für den Itemraum. Jetzt kann ich mir den Itemraum auch kaufen. Ah, das waren verschiedene Random Tiers, ne? Nehmen wir mal mit. Können nicht schlecht sein, Leute. Damit sind wir von den Special Tiers, glaube ich, auch ein bisschen weg, ne? Das überschattet die irgendwie. So, da unten die ganzen Quatsch mit Soße-Sachen brauchen wir nicht. So, zack, nehmen wir mit. Oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein... Ah, ich habe Tief-Shots oder was?
Ja, teilweise sind Tiefshots dabei. Sehr schön, die hatten wir schon mal. Die finde ich lustig, die Tiefshots. So, aber der erste Run war einfach der OP-ste, wenn man mal ehrlich ist. Da haben wir einfach am meisten Dinge gekriegt und es war einfach am geilsten. Wollte er mir jetzt sagen, dass der Endgegner doch nicht hier war? Ich habe gedacht, ich würde den über hier oben erreichen. Okay, fail. Dann müssen wir wohl möglich... Wir müssen komplett unten lang. Okay, gehen wir halt komplett unten lang. Von mir aus gerne, Isaac. Ich habe da natürlich nichts gegen in meiner Situation. Oh, sometimes. Der ist natürlich OP. Komm, gib was Vernünftiges, mein Freund. Ja, Schlüssel ist jetzt nicht unbedingt so gut. Ja, auch nicht so unbedingt so gut. Komm schon. Gib. Ja, Schlüssel brauche ich eigentlich auch nicht mehr. Jetzt, wo ich ihn nicht brauche, kriege ich sie, ne? Ja. Junge, normal. Drop das richtige Item. Drop das richtige Item. Hör auf. Drop das richtige Item. Drop das richtige Item. 6 Schlüssel, ich glaube es nicht. Was ist denn mit dem? Alter! Noch mehr Schlüssel auf Vorrat? Ja, Wheels of Fortune ist in Ordnung. Sag, komm, drop das Richtige. Was ist das denn? Hä? Warum ist der Cent denn so lang gezogen? Was sind das für komische Sachen, die ich nicht aufnehmen kann hier heute? Nein. Er hat... Was ist das? Was ist das? What the fuck? Hm. Komische Sache. Ja, ich glaube, wir... wie soll ich zum Boss kommen? Ah, okay. Now ich understand es auch. Der Boss ist ein fieser Mensch. Toll, Boss. Jetzt geht's da hoch, ne? Ja, natürlich. Jetzt gibt es schon so einen, der Herzen von einem will. Ja, aber natürlich... Boah, Leute, das ist nicht... Boah, es ist ernst. Es ist ernst. Komm schon. Ja, genug Schlüssel habe ich ja jetzt nun auch. Meine Güte. Aua, aua, aua. So. Sauber, sometimes I got a get good feeling, oh yeah. So, fertig und einmal bitte, ja, da sind wieder die fetten Nickelteile. Haben wir eigentlich was Shop-mäßiges noch auf Lager? Also, ne, Shop haben wir besucht, alles Paletti. So, aber meine Herzen sehen nicht ganz so gut aus, ich hoffe, sie reichen für den Boss. Mutter! Mal gucken, ob wir danach jetzt auch mit der Challenge fertig sind. Oder ob das noch weitergeht diesmal. Aua, und da trifft die Fuckerin mich. Und es gibt keine Balls of Steels da drin diesmal. Das finde ich unfair. Das finde ich unfair. So, komm schon, stirb, 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 stirb. So, komm, stirb, 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 stirb. Mutter. Mutter Teresa. Ja, komm. Wo bist du? Da. Und tot. Ja! Wir haben doch die Challenge erwischt. Sauber. Sauber, Leute. Challenge 2 accepted und gedidded. Yeah. So muss das sein. Wir ziehen uns die Sequenz nochmal rein. This was the end of the line for Isaac. Ach, Leute. Sauber. Sehr, sehr schön. Ach, ich liebe das neue DLC. Ich glaube, das wird... Ach, morgen habe ich wieder so wenig Zeit. Ich habe so oft so wenig Zeit, Leute. Das ist so schrecklich, ne? Mein Gott, ey. Aber was sein muss, muss sein. Bisschen Arbeit. Oh, Isaac, freust du dich? Oh mein Gott, hinter dir ist die Mutter. Und wieder befinden wir uns im Bildschirm. A game by Edmund McMillan. Voiced by... Sehr, sehr geil, Leute. Sehr, 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 sehr geil.
Sehr, sehr gut, oh gut, oh yeah. Ich kann es nicht vorspulen, diesen Abspann, yeah. Damit hätten wir die zweite Challenge von 10 auch schon geschafft. Und wie gesagt, wir werden alle machen. Auf jeden Fall werden wir alle machen, das kann ich euch versprechen. Das wird auf jeden Fall passieren. So, habt das jetzt bald. Können wir weitermachen? Mom. Isaac. Der Weinende. Jo. Und wenn wir jetzt auf Challenges gehen, dann ist auch die zweite durchgestrichen. Large March, Nine Deaths, Lord of the Flies, The Doctor Revenge, Meth Forever, Spider-Boy, Isaac Was Good Today und The Purist. Ja, und was sagen unsere Stats? Ein paar mehr Secrets haben wir schon. Items irgendwie nicht mehr, finde ich komisch. Und Ende 12. Ja, das war's dann von dieser Challenge, Leute. In der nächsten Challenge-Episode sehen wir uns mit Large March wieder. Also, ich hoffe, ihr seid auch das nächste Mal wieder dabei. Bis zum nächsten Mal. TTM. Ciao.